Hallo, wie geht's, wie steht's, wie läuft's, wie läuft's? Mein Name ist Dagont, danke fürs Einschalten. Ich zock nochmal eine Runde Just Cause 3. Diesmal werde ich allerdings keinen Quatsch treiben, sondern ich werde versuchen, mal eine Mission zu machen. Ja, wie man eigentlich sieht, ich habe soweit eigentlich alles eingenommen. Wer das Spiel kennt, weiß, was man hier so einnehmen muss. Und hier ist eigentlich alles bläulich, alles geschafft soweit. Was jetzt halt noch fehlt, sind die Hauptmissionen. Und halt eben die, ja, so kleine Aufträge wie hier zum Beispiel Motorradsprung, den könnte ich natürlich auch mal machen. Aber wir werden jetzt erstmal eine Schnellreise machen und dann eben zu der Mission. Irgendwie kann man es hier nicht sein lassen, mal ein bisschen Quatsch zu machen. Deswegen kriegt ihr das jetzt nochmal kurz zu sehen. Ich weiß nicht, ob es klappt, ob es funktioniert. Ich brauche auf jeden Fall eine schnelle Kiste mit Turbo. Und zwar am besten den hier. Den werde ich mir jetzt mal anfordern. Und dann werde ich vorne mal die Sprungchance nutzen, nehmen, springen, whatever. So, einmal den Turbogang einschalten, Gas geben und ab geht die Post. Aber gerade bleiben bitte, gerade bleiben. Okay, Wiederholung. So, nochmal richtig drehen. Und dann nochmal richtig Gas geben hier. Ah, sieht doch schon besser aus. Flieg, kleines Auto, flieg. Auch nicht schlecht. So, entgleiste Exfiltration heißt die Mission. Dann werden wir sie doch mal starten und schauen und hoffen, dass sie actionreich ist. Uns gehören, wenn wir darum kämpfen. Sie wissen, wie man das Volk erreicht. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich weiß Ihre Eile zu schätzen. Die aktuelle Lage erfordert es. Die Macht des Bavariums sollte niemand nutzen. Ach kommen Sie, niemand? Macht vergiftet die Seele derer, die sie besitzen, ganz egal wer es ist. Rico, die Ravello transportiert Bavarium-Technologie und Forschungsdaten, und zwar hiermit. Sehen Sie. Sieh dir das an, er hat seinen eigenen Zug. Dieser Zug fährt zu einem DRM-Flughafen. Also will er das Bavarium von der Insel schaffen? Das darf auf keinen Fall passieren. Der Zug muss gestoppt werden, bevor er sein Ziel erreicht. Rico, Mario Frigo ist dein Mann. Kannst du den Helikopter fliegen? Mario Frigo ist doch nicht dein Mann. Ich kann fliegen. Gut, dann ist ja alles klar. Viel Glück, Rico. Hm. So, dann werden wir die Mission mal machen. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie actionreich ist, denn so Explosionen und so weiter und so fort, denn das ist einfach nur genial hier bei dem Spiel. Einklinken, alles klar, ich klinke mich ein. So, dann kannst du mal losfliegen, mein Lieber. Es geht los. Flieg. Flieg, flieg, flieg. Hier müsste in Kürze ein Zug vorbeikommen. Ja. Ach so, okay. Erwartest du Gesellschaft? Gesellschaft, na, war ja klar. Verteidige deinen Zug mit allen Mitteln. Ich fürchte, unsere Aktion wird nicht unbemerkt bleiben. Ich überwache alles von oben. Okay, dann machen wir das so. Wenn du das sagst, wird das schon so sein. Okay, mach dich bereit. Dein Zug müsste jeden Moment vorbeikommen. Okay, aus welcher Richtung kommt er denn? Weißt du das? Ah, da kommt er doch. Nein, lass mich nicht alleine. So, haben wir hier irgendwelche, ja, Panzer oder sowas? Genau sowas brauche ich nämlich. Womit ich verhindern kann, dass die meinen Zug hier kaputt machen. Ich soll ihn ja verteidigen. Beschützen. Also werde ich das tun.
allen und jenem. Vorsicht, Rico, Helikopter! Da vorne, ja. Helikopter, wir brauchen dich und den Zug unversehrt, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. So, Heli ist down. Na super. Alles klar. Da oben, alles klar. Gut, wunderbar. Haben wir. Fuck. Das ist der falsche Gang. Ich glaube, ich werde verkacken. Kann das sein? So, einmal drehen. Und jetzt einmal Gas geben. Ob ich den Zug wohl noch kriege? Ja, ich weiß. Ich fahre ja schon. Ich gebe ja schon Gas. Zug, bleib hier. Okay, das hat schon mal hingehauen. Ja, ja, ja. Lass mich doch in Ruhe. So. Einmal das MG auspacken. Hallo? Geht's noch? Machen wir es lieber so. So ist einfacher. So, einmal kurz nachladen. Kommt noch ein Heli. Daneben. Das war ein Treffer. Kommt noch ein Heli. Den werden wir jetzt mal mit dem MG runterholen. Oder auch nicht. Okay. Nehmen wir doch lieber das gute Stück. Entschuldigung. Meine Stimme versagt gerade. Zug? Zerstören? Ach so. Ach so. So? So ist gut, ne? Jetzt mischt sich der Heli ja noch ein. So, weg mit dir. Freut mich, dass du Spaß hast, Rico. Ja, der hat Spaß. Ich aber auch, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, warum die Leute alle irgendwie behaupten, dass die Missionen hier bei dem Spiel nicht so toll sind. Mir machen sie Spaß. Ich find's cool. Klar, das Erobern der ganzen Sachen, die man hier so erobern muss und einnehmen muss, die ganzen Basen und Basen und ach, was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Das macht schon mehr Spaß als die Mission, aber so schlecht finde ich die Mission jetzt auch nicht. Und jetzt? Muss ich wieder was trennen, ja? Gut, 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 gut. Dann machen wir das doch. So, der Zug ist dann auch hinüber. Ihr mich auch. So, wie geht's weiter? Kommt noch was? Da kommt anscheinend noch was. Das war falsch. So wollte es nicht. Ärger mich nicht. Scheiße, das war der letzte Schuss und der ging daneben. So. Der Heli ist auch down. Ist sogar auf meinem Zug gelandet, auch nicht schlecht. Entgleisen lassen. Wie denn? So hier? So, aber wir wollen uns das Ganze natürlich angucken. Und zwar aus der Nähe nach Möglichkeit. Ja, entgleisen hat geklappt. Jetzt kommt der andere Zug. So, nochmal nachladen, was nachzuladen ist. Und das Bavarium bleibt in Medici. Sehr schön. Hat ja wunderbar funktioniert.
Okay. Ja, würde ich sagen, das soll es dann gewesen sein für die Mission. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein Abo hinterlassen. Ist kostenlos und tut nicht weh. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Haust rein, bleibst du geil.